Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom QS24 Wissenschaftsgremium, wo ich heute einen Dekan da habe, nämlich den Professor Dr. Ralf Rössler. Und wir unterhalten uns heute über die sogenannte Mundgesundheit. Und da möchte ich Sie auf eine wichtige, interessante Reise mitnehmen. Nach dem Intro legen wir los. Ja, und da sind wir wieder und da ist mein Gast, Professor Dr. Ralf Rössler. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Guten Tag. Mundgesundheit. Lass uns das mal zuerst im großen Rahmen definieren. Was heißt Mundgesundheit? Einfach 2-3 Mal am Tag die Zähne putzen oder? Nein, Mundgesundheit fordert jetzt mal nicht in erster Linie 1-2 Mal pro Tag die Zähne putzen, sondern Mundgesundheit bedeutet, dass die Mundhöhle, das Zahnfleisch entzündungsfrei ist. Mhm. Und dass wir keine weiteren Erkrankungen haben, die den Kieferknochen und auch den Zahnhalteapparat betreffen, was im Volksmund als Parodontose, bei uns als Parodontitis bezeichnet wird. Wenn diese Parameter erfüllt ist, dann ist der Mensch erstmal mundgesund. Das hat also auch nichts mit Ästhetik zu tun oder geraden Zähnen oder schiefen Zähnen, sondern das ist ein kariesfreies, entzündungsfreies Gebiss. Das ist mundgesund. Habe ich irgendwo mal gelesen, dass 70% der Bevölkerung Parodontitis hat? Also die Parodontitis ist eine der, neben der Karies übrigens, eine der Volkserkrankungen. Und das Gemeine dabei ist, dass es die meisten nicht wissen. Ja, bei einer Karies geht es dann doch wieder relativ schnell, weil wenn die dann fortschreitet, dann hat man irgendwann Schmerzen. Wenn die Schmerzen bei der parodontalen Erkrankung eintreten, dann ist es in der Regel schon zu spät. Mhm. Das heißt, um für die Mundgesundheit tatsächlich effektiv was zu machen, brauchen wir das, und da sage ich immer, die Autoindustrie hat es uns vorgelebt, da brauchen wir das, was wir als Inspektion bezeichnen. Das heißt, Inspektion der Mundgesundheit erfordert, dass entsprechende Diagnostik gemacht wird. Weil viele Erkrankungen sind nicht vermeidbar. In dem Sinn, dass ich also sage, wenn du jetzt täglich Zähne putzt oder wenn du dreimal oder einmal alle 3 Monate zu deinem Zahnarzt oder Zahnärztin gehst, dann wirst du nicht krank. Das stimmt nicht ganz, sondern bei der Inspektion geht es darum, deinen Krankheitsprogress möglichst frühzeitig zu erkennen, um dann minimal invasiv behandeln zu können. Weil wenn das Krankheitsbild fortgeschritten ist, dann ist in der Regel auch die Behandlung nicht mehr minimalinvasiv, sondern dann wird sie, je nachdem, in welcher Richtung man sich entwickelt, auch chirurgisch. Ja. Was sind die Folgen einer unerkannten Parodontitis? Ja gut, die Folgen einer Parodontitis sind neben dem, dass also die Zähne rausfallen können, auch deutliche allgemeinmedizinische Einflüsse. Wir müssen das Ganze ja ganzheitlich betrachten. Ja. Die Einflüsse, ich habe gerade vorhin gesagt, die Mundhöhle ist ihr Vorverdauungsorgan. Es ist die Eintrittspforte ins Körperinnere. Das trifft auch auf die Mikroorganismen zu. Das heißt, die guten Keime, die wir brauchen für die Verdauung, die verändern sich dann auch in eine pathogene, also sprich krankmachende Richtung. Und die können dann auch über die erkrankte Zahnfleischtasche ins Körperinnere eintreten. Und da haben wir schon sehr stabile Daten, dass wir einen Diabetes zum Beispiel auslösen können damit. Wir wissen auch ganz klar den Einfluss auf kardiale, also sprich das Herz betreffende Probleme, die durch eine parodontale Erkrankung deutlich gefördert werden können. Ja. Aus dem Grund ist es eben wichtig, die Inspektion zu machen, um so ein Krankheitsbild dann frühzeitig zu behandeln. Gut, ja, bei der Parodontitis höre ich immer wieder, sei auch so eine Sache des fehlenden Mikronährstoffe, die da einen Zusammenhang haben müssten, dass diese Parodontitis so weit verbreitet sei. Wie sagst du das als Fachmann?
Da würde ich dir zum Teil sogar recht geben. Wir machen momentan wirklich einen Paradigmenwechsel, gerade in der Erkenntnis der Parodontaltherapie, der Gingivitis, also sprich, wenn wir nur von der Zahnfleischentzündung sprechen, dass die Mikrobiologie heute über ein enormes Wissen verfügt und es nicht so einfach ist, dass wir sagen, ja, die Keime müssen entfernt werden. Vor allem, wir wissen nie, was sind gut und was sind schlechte Keime. Ja, wir machen in der Klinik, wobei heute bin ich ja nicht mehr so viel klinisch tätig, aber in der Historie war es so, regelmäßig mikrobiologische Diagnostik. Da kamen zum Teil ganz schlimme mikrobiologische Zusammenstellungen raus. Das Individuum selber war aber gesund. Das heißt, die physiologische Mundflora können wir eigentlich gar nicht beschreiben, dass ich sage, wenn die und die und die Rahmenbedingungen sind, dann ist der gesund. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Und es gibt eben Individuen, die mit vermeintlich pathogen, also krankmachenden Keimen stark besiedelt sind, die aber wirklich gesund sind. Soll ich dem jetzt die Mikrobiologie reduzieren? Mhm. Umgekehrt weiß ich natürlich auch nicht, ob ein Keim, den ich jetzt dazu führe, tatsächlich was Positives bewirken kann. Wir haben Erfahrungen, gerade aus der probiotischen Therapie, da wird ja de facto ein Keim dazugeführt. Da muss ich sagen, die Studienergebnisse sind sehr eindrucksvoll und machen vor allem die rein mechanistisch Denkenden doch nachdenklich. Weil anscheinend gibt es tatsächlich ein Eigenregulativ innerhalb des Biofilms, den wir, wo wir meilenweit davon entfernt sind, den tatsächlich verstanden zu haben. Hm. Ist schon erstaunlich. Ja. Ja. Also nochmals zu dieser Mundgesundheit. Eigentlich ist es ja die erste Front. Vor allem, was wir essen, wo ja auch bakteriell irgendwelche Keime drauf sind, müssen hier in dem Mund bereits eigentlich balanciert werden, oder? Das macht der Biofilm, der Biofilm, der gesunde Biofilm, sage ich mal, im Individuum, macht er automatisch. Ja? Aber aufgrund der Erfahrung, und du hattest ja vorhin angesprochen, nach wie vor ist die Karies und auch die parodontale Erkrankung die Volkserkrankung Nummer eins. Aber anscheinend, unabhängig jetzt von den Einflüssen, ob die von extern oder von intern kommen, entgleist dieser Biofilm. Und dann haben wir eben dieses Phänomen der Karies und auch der parodontalen Erkrankung. Davor steht die Gingivitis, also die Entzündung des Zahnfleisches. Erstes deutliches Warnzeichen, wenn das Zahnfleisch blutet, dass man das nicht akzeptiert, das ist nicht normal. Blutung ist immer ein Zeichen, dass für den Organismus etwas vor Ort stattfindet, was in seinem genetisch-physiologischen Denkprozess nicht dahin gehört, dass man dann eingreift, dass man dann tatsächlich versucht, oberhalb des Zahnfleischs die Mikrobiologie dahingehend zu beeinflussen, dass man zum Beispiel die Zähne reinigt, dass man zum Beispiel die tägliche Mundhygiene suffizient gestaltet. Weil wir reden immer über Hygiene. Die Hygiene ist leider, ich weiß gar nicht, wie wir uns bezeichnen sollen, hochentwickeltes, hochzivilisiertes Land. Wenn ich die Hygiene sehe, dann muss ich sagen, da sind wir also eher Entwicklungshilfeland. Der Durchschnittsverbrauch, das wird in der Schweiz nicht viel anders sein wie in Deutschland, liegt, glaube ich, bei 1,6 Zahnbürsten pro Jahr. Der liegt bei 0,5 Meter Zahnseide pro Jahr. Also das ist jetzt nicht der Inbegriff dessen, was wir unter einer Hygiene verstehen. Da brauchen wir jetzt gar nicht über Technik oder sonst irgendwas reden, sondern da merken wir, dass es eine deutliche Diskrepanz zwischen einer Grundforderung ist, der Körperhygiene, da gehört eben die Mundhygiene dazu. Das ist uns nicht angeboren. Und das in Kombination mit den ganzen Umweltbelastungen, genau das, was du beschrieben hast, ob das die Ernährung ist, ob das Rauchen ist und. Da ist der Biofilm dann unter Umständen überfordert
und reagiert dann krankmachend, dass er sagt, ich will das alles gar nicht mehr. Machen wir ein praktisches Beispiel. Es hat doch sehr viele Zahnpasten, die irgendwie antibakterielle Stoffe drin haben. Es ist ja immer groß angeschrieben, also ein Qualitätsmerkmal antibakteriell, aber letztendlich heißt es ja nur, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich meine, wir töten ja nicht nur die Pathogenen, sondern auch sehr viele gute Bakterien. Und nachher kommen noch diese Mundwässerchen dazu für einen guten Atmen, wo doch auch wieder hier unfassbar vieles zerstört. Ja, das würde ich jetzt, fangen wir bei den Zahnpasten an. Also ein Punkt kann man sagen, die Zahnpasten haben sich in den letzten 20 Jahren tatsächlich sehr gut verbessert. Mhm. Und es gibt ein Hauptparameter, der eine Zahnpasta erfüllen muss, das ist die Fluoridierung. Das würde ich heute als Weltstandard bezeichnen. Eine fluoridfreie Zahnpasta, dann kann ich auch anders putzen. In der Historie waren die Zahnpasten, auch das sage ich jetzt mal ein bisschen provozierend, eher Bimssteinpulver, weil man über Abrasivität den Biofilm entfernen wollte. Da hat man aber auch viele Nebenwirkungen produziert, dass man die Zahnhartsubstanz, also den Schmelz verletzt hat. Man hat Zahnbürsten gehabt, die viel zu hart waren. Ja, also das speziell in Deutschland, in der Schweiz gab es ja die Einteilung in hart, mittel und weich. Ja, international gab es gar keine harte. Da waren wir wahrscheinlich die einzigen, die gedacht haben, was mich nicht umbringt, macht mich nur härter. Leider war es nicht so. Das hat sich alles wirklich verbessert. Und gerade unter dem mikrobiologischen Aspekt vielleicht eine Zwischenbemerkung. Wann soll ich eine Zahnbürste wechseln? Der Wechsel muss nicht stattfinden, wenn die Borsten sich so auseinanderspreizen, sondern wir reden ja über Mikrobiologie. Die Zahnbürste, wann benutzt du die Zahnbürste? Oder ich würde dich provokativ fragen, wie oft wechselst du dein Handtuch? Dann sagst du mir vielleicht, weil du sagst, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, nicht einmal die Woche, zweimal die Woche. Wann benutzt du dein Handtuch? Wenn du geduscht hast, dann bist du sauber, dann trocknest du dich ab. Die Zahnbürste benutzt du nicht nach dem Reinigen der Mundhöhle, sondern da bist du im wahrsten Sinn des Wortes im Dreck. Mhm. Und jetzt stellst du die dann noch feucht, dunkel, warm hin bis abends. Brutstelle. Mikrobiologisch ein Traum. Brutstätte. Ja, so ist es. Und im Endeffekt, auch das vielleicht mal locker formuliert, reden wir über eine Infektionserkrankung. Verstehst du, die Karies und die Parodontitis sind de facto Infektionserkrankungen, die also einen bestimmten Prozess brauchen. Also insofern müssen wir hygienetechnisch deutlich besser werden. Also die Bedenken, die du hattest, dass wir also die Mundhöhle so stark beeinflussen und antibakteriell und so weiter, das sind ja nur kurze Momente. Und abhängig davon, wie dein Krankheitsrisiko ist, ist es ausreichend, wenn du sowas einmal am Tag machst, damit die Plaque eben durch unser Umweltverhalten reduziert wird. Wir machen sie nicht, wir töten da keine Keime ab, in dem Sinn, dass wir es tatsächlich in Mikrobiologie verändern würden. Das würde passieren, wenn du, was weiß ich, 3 oder 4 Mal pro Tag fünf Minuten die Zähne putzt. Dann würde ich sagen, das geht deutlich ins Negative. Und bei der Mundspüllösung bin ich bei dir. Das sind übrigens klassische, kosmetische Produkte, da muss man nicht nachweisen, ob die tatsächlich funktionieren. Mundspüllösungen haben wir de facto nur 2 oder 3. Die sollte man einsetzen, wenn eine ganz bestimmte Pathologie oder wenn auch zum Beispiel die Möglichkeit der Mundhygiene reduziert ist. Mhm. Denk an ältere Menschen oder sowas. Da kann man dann die Regulierung des Biofilms über eine Mundspüllösung beeinflussen. Mhm. Aber noch ist die Hygiene nicht so, dass ich sage, wir müssen drüber reden, ab wann wird sie pathologisch. Mhm. Du hast vorne noch ein Stichwort gemacht, da möchte ich nachhaken. Du hast über Fluor gesprochen. Ich weiß vom Fluorid. Fluorid. Ich weiß da nicht wahnsinnig viel, außer dass es die Zähne hart macht, wenn ja. Das stimmt. Und das andere ist, dass es eigentlich geschichtlich dokumentiert eigentlich ein Gift ist, oder? Nein, das Gift ist das Fluor. Deswegen hast du ja auch Fluor gesagt, das ist ein hochgiftiges Edelgasgruppe. Das ist ein hochgiftiges Gas. Aber das ist ungefähr, Chlor ist auch hochgiftig.
Aber du brauchst Chlor, um überhaupt überleben zu können. Und zwar als Ion, als Chlorid, nämlich als Natriumchlorid. Dann nennt man Salz. Mhm. Und wir benutzen ja in den Zahnpasten entweder Natriumchlorid oder Zinnfluorid. Es gibt seine unterschiedlichen ionisierenden Formen. Da ist es elementar für die Zahnhartsubstanz. Eben weil wir aufgrund unseres Alltags sehr stark mit säurehaltigen Getränken arbeiten, unsere Nahrung, Süßigkeiten und damit die Zahnhartsubstanz überfordert ist. Und das ist wirklich Weltstandard. Und die Diskussion, die wir führen, ist genau der Grund, was du eben gesagt hast, dass die Leute von der Chemie her nicht verstehen den Unterschied zwischen einem Gas und einem Ion. Mhm. Ja. Das ist ein Natriumfluorid. Das lagert sich in die Hartsubstanz ein, ist übrigens für den Erwachsenen, selbst wenn er es schlucken würde, also sprich, der isst so eine Tube Zahnpaste, das fördert vielleicht seine Verdauung, da kriegt er maximal Sodbrennen oder Durchfall. Bei Kindern ist es was anderes. Kinder können Fluoride noch verstoffwechseln. Das lagert sich dann in der Hartsubstanz oder auch in dem Knochen ab. Deswegen sollte man darauf achten, dass man nicht überfluoridiert bei Kindern, sondern denen dann tatsächlich Zahnpasten für Kinder. Die haben deutlich geringere Fluoridmengen. Aber das ist ein Thema, das wird seit den 70er Jahren diskutiert. Da haben wir sehr, sehr viel wissenschaftliche Daten und können sagen, dass die Fluoridkonzentrationen, wie sie heute standardgemäß in den Zahnpasten drin sind, für Kinder und für Erwachsene, dass die absolut ungefährlich sind. Und einen guten Zweck erfüllen. Absolut einen guten Zweck erfüllen. Und auch das Mikrobiom diesbezüglich innerhalb der Mundschleim im Laut nicht negativ tangiert. Nicht negativ beeinflusst. Ja. Weil da ist sehr kontroverse Diskussionen über das Thema, das weißt du. Ja, wobei ich muss sagen, wenn wir uns das mal angucken, das kontrovers wird es, das ist ganz länderspezifisch. Mhm. Ja. Und gerade in Deutschland gibt es eine Gruppe, die das immer wieder diskutiert. Im Rest der Welt, denke ich mal, also wenn du literaturtechnisch dir die Diskussion anguckst, kannst du eigentlich entspannen. Mhm. Ja. Kann ich noch eine Brücke bauen für die Leute, die eigentlich Fluorid eigentlich ablehnen? Dann hat aber, müssen sie auch dementsprechend auf die Ernährung aufpassen, dass die nicht so übersäuernd ist. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Mhm. Ja. Und für die Leute, die eigentlich ständig wirklich diese moderne Kost zu sich haben, haben eigentlich eine überwiegend übersäuerungstechnische Ernährung. Und dann ist das Fluorid eigentlich der Schlüssel, damit die Zahngesundheit möglichst gut erhalten wird. Dass die Hartsubstanz geschützt ist. Ja. Aber jetzt verstehe ich aber auch den Sinn dahinter, dem Fluorid. Das hat aber auch wieder die Ursache, ist die Ernährung. Die Ernährung und die ganzen Umwelteinflüsse. Mhm. Ja. Es ist ja nicht nur eine Ernährungsfrage, sondern es gibt ja ganz bestimmte Formen von Karies, die auch berufsbedingt sind. Ja, dann hat man den Schutz nicht, dann muss man sich eben anders schützen. Mhm. Verstehe ich, ja. Im Bereich Mundgesundheit, was würdest du noch empfehlen? Also, um auf den Ursprung zurückzukommen, die Gingivitis, also die Entzündung des Zahnfleisches, ist mehrheitlich der erste Parameter, wenn wir über Mundgesundheit sprechen. Und da sollten die Betreffenden sensibilisiert sein. Das nicht akzeptieren, so nach dem Motto, es hat man da ein bisschen geblutet, sondern da würde ich nachsehen lassen. Ich würde sowieso auch beim Mundgesunden sagen, einmal im Jahr sollte man einen Check-up machen, eine Inspektion machen. Und da gibt es bestimmte Untersuchungsparameter, die einem sehr sicher und stabil zeigen, ob eine Erkrankung sich entwickelt, ja oder nein. Und dann kann man auch sagen, also eine Gingival, also auf Zahnfleisch bezogene Entzündung, ist zu 100% behandelbar. Dass wir also eine Regeneration bekommen. Bei einer parodontalen Erkrankung, bei einer Parodontitis, können wir sehr gut therapieren, aber wir schaffen nie mehr den Ursprungszustand. Deswegen gibt es auch das Sprichwort, einmal Parodontitis, immer Parodontitis. Da geht es therapeutisch gesehen darum, den Krankheitsprogress möglichst zu stoppen oder zu verlangsamen. Mhm. Das bedeutet, der ist lebenslänglich in Therapie. Mhm.
Der hat dann abhängig von seinem Risikoprofil alle 3, 4, 5, 6 Monate seine Nachsorgeprogramme, was keine Prophylaxe ist. Ich sage immer, jemand, der erkrankt ist, hat die Prophylaxe hinter sich, sondern der ist in Therapie. Ja. Das muss man vielleicht vom Wording auch den Leuten unmissverständlich sagen, dass es keine Gesundung im klassischen medizinischen Sinn gibt, sondern er hat ein Handicap. Ist das alles auch ein Bestandteil dessen einer Zahnarztausbildung, dass er nicht nur den Zahn anschaut, sondern letztendlich auch Zahnfleisch und eigentlich die ganze Mundgesundheit? Oder ist das eher wieder Erfahrungsheilkunde des Zahnarztes? Es ist eine Kombination von. Also im Grundstudium lernt man die Form der Diagnostik schon, um die Krankheitsbilder trennen zu können. Es ist aber wie immer in der Medizin, die Medizin ist de facto eine Erfahrungswissenschaft, eine Erfahrung, ab wann definiere ich die Pathologie, beziehungsweise ab wann muss ich therapeutisch einschreiten. Das ist wiederum eine Erfahrung. Ja? Also ich muss nicht bei einer Gingivitis maximal therapeutisch reagieren. Dann ist das Risiko der Übertherapie groß. Ich muss auch nicht bei einer leichten Parodontalerkrankung maximal therapeutisch, womöglich noch chirurgisch reagieren. Da sind wir sehr viel konservativer geworden. Das kann man tatsächlich minimalinvasiv stabilisieren. Das ist eine Erfahrungssache. Das kann man leider nicht lernen. Auch wenn du es in einem Buch liest, brauchst du die eigene Lebenserfahrung dafür. Mhm. Und dafür gibt es ja dann auch Weiterbildungen, Fortbildungen, wo man sowas trainieren kann. Ja, da gibt es curriculäre Veranstaltungen. Wir bieten bei uns an der Universität Studiengänge speziell für den Fachbereich an, wo die Erfahrung von den Dozenten, Dozentinnen dann an die Praktiker weitergegeben wird, dass sie da vielleicht einen Schritt schneller gehen können. Mhm. Ich weiß nicht, muss ich schnell auf die Uhr schauen, ob ich dieses Fass noch aufmachen darf. Ich glaube, ich mache das noch in Bezug auf Rantes. Das auf. Ist Rantes, also diese Nico-Bildungen als Taschen, wo ja entzündlich hemmend sind. Wie ist da deine Sichtweise zu diesem Punkt? Da bin ich im Moment ein bisschen überfragt, dass ich das so glatt beantworten könnte. Da müsstest du mir noch mehr Substanz dazu geben. Mhm. Zum Beispiel die Weisheitszähne, wenn man die rauszieht, dann verhält er das nicht immer so schön, sondern es gibt da so eine Masse, eine entzündliche Masse. Ja. Ich habe gehört, die einen sagen Nikos, die anderen sagen Rantes, Dr. Lechner zum Beispiel. Ja. Und wo ich mich da mit Lechner dazumals unterhalten habe, hat sich für mich immer die Frage gestellt, wann wird der Zahnarzt eigentlich auch mal zum Diagnostiker aufgrund eines sauberen Amanesebogens? Weil man hier oben sehr oft Ranteswerte hat und Rantes im Zusammenhang steht eigentlich mit ganz vielen Entzündungsprozessen, sei es mit Rheuma, sei es mit Brustkrebs und. Und da hat doch der Zahnarzt eine ganz wichtige Aufgabe möglicherweise irgendwann mal zu erfüllen. Da hast du aber eben einen Begriff genannt und das würde ich als die große Schwachstelle bezeichnen, nicht nur jetzt in unserem Fachbereich Zahnmedizin, sondern gesamtmedizinisch, ist die Diagnostik. Wer betreibt tatsächlich eine systematische Diagnostik, damit er dieses Phänomen, das du jetzt beschrieben hast, dann tatsächlich realisiert und womöglich dann an die Instanz delegiert, wo er weiß, der kann das? Mhm. Da würde ich sagen, ist die Diagnostik nach wie vor in den Kinderschuhen. Mhm. Leider. Danke. Ganz herzlich. Super Gespräch gewesen. Ich danke dir. Das war Professor Dr. Ralf Rössler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Thema Mundgesundheit. Und ich glaube, ich bin mir auch ganz sicher, wir konnten das eine oder andere Irrtum auch in Bezug auf die Zahnpflege heute ein bisschen klären und klarstellen, in wann und in welchen Fällen auch eine fluoridhaltige Zahnpaste sinnvoll ist, haben wir heute auch gehört. Wir haben schon das Gegenteil gehört, selbstverständlich, aber nie in diesem Zusammenhang mit dieser Begründung. Und jetzt ist es für mich auch endlich logisch geworden. Ich wünsche Ihnen alles Gute, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen miteinander.